Das Summer Breeze Open Air im bayerischen Dinkelsbühl, das Wacken des Südens. Mit 40.000 Besuchern das zweitgrößte Heavy-Metal-Festival in Deutschland. Eine riesige Party der etwas anderen Art zu harten Gitarrenriffs. Hier feiert sogar der Zigarettenverkäufer mit. Ebenfalls am Start die Mainzer Kultband Nocte Obducta. Erst vor etwas mehr als einem Jahr haben die sechs Rheinhessen nach einer mehrjährigen Bandpause wieder gemeinsam auf der Bühne gestanden. Nun spielen sie auf dem größten Festival ihrer Karriere. Auch wenn bei mehreren Bühnen natürlich nicht alle Besucher zu ihrem nächtlichen Auftritt strömen werden. Ja, das war natürlich sehr enttäuschend, dass bei uns keine 40.000 Leute da waren. Obwohl es erst 2.15 Uhr, glaube ich, war, als wir auf die Bühne sind, hätten schon 40.000 Leute wach bleiben können. Nee, also im Ernst, also war eine super Sache. Hätten wir nicht gedacht, dass das so nach so langer Zeit ohne großes Festival und vor allem um die Uhrzeit, dass da noch so viel los ist. Auch die befreundete Band Der Weg einer Freiheit ist da. Doch bevor Nocte Obducta mit den Würzburgern und Schwaben in der VIP-Area anstoßen können, müssen erst einmal eine ganze Menge Punkte abgeklappert werden. Nach dem Akkreditierungsschalter geht es zur Bandmeldestelle, inklusive Einweisung für das riesige Gelände mit insgesamt 4 Bühnen. Die Mainzer spielen auf der Partystage im großen Zelt. Also nichts wie hin mit dem Bandbus und dort nochmal anmelden. Doch noch müssen Nocte Obducta bis in die späten Abendstunden warten, ehe sie ihren Backstage-Container beziehen können. Dann heißt es den Bühnenaufbau mit dem Stage-Manager besprechen und die Instrumente ins Zelt schleppen. Also es ist besser, an 4 Stellen laufen zu müssen und zu wissen, man muss an 4 Stellen laufen, als nur eine Anlaufstelle zu haben und keiner weiß Bescheid. Von daher sind mir die 50 oder 500 oder 1 Kilometer dazwischen relativ egal, wenn die Leute wissen, was zu tun ist. Die Freunde von Der Weg einer Freiheit haben ihren Auftritt derweil schon am frühen Abend. Die Senkrechtstarter der Szene sind berüchtigt für ihre harten Knüppelattacken, gepaart mit melodischen Gitarren und Kreischgesang. Bei Nocte Obducta heißt es noch ein wenig Kräfte tanken für den Auftritt. Sänger Thorsten ist mit einer Mittelohrentzündung etwas angeschlagen. Noch schnell etwas Schminke auftragen, dann geht's auf die Bühne zum Soundcheck. Im Zelt haben sich um 2 Uhr morgens immerhin noch rund 2000 Fans versammelt. Für sie ist der Sound von Nocte Obducta etwas ganz Spezielles. Die Mainzer bauen schon seit langem auch ruhigere und experimentellere Passagen in ihre Musik ein. Spätestens wenn Thorsten die Bühne betritt, erinnern die Jungs gern daran, dass sie einst mit Black Metal angefangen haben, auch wenn sie diesem Subgenre schon längst entwachsen sind. Ich sage mal so, wir hatten dieses Jahr schon schlechtere, und zwar eigentlich alle, würde ich sagen. Ich finde es immer ein bisschen schwer, so direkt danach über einen Auftritt zu reden, weil das immer sehr schwer ist, direkt nach dem Auftritt über einen Auftritt zu reden. Aber ich denke mal, wir sind im Schnitt zufrieden gewesen. Und da wir gerne tief stapeln, ist das vielleicht ein ganz gutes Resümee. Das Publikum jedenfalls ist begeistert. Kollege Nikita von Der Weg einer Freiheit schießt noch schnell ein Erinnerungsfoto. Am nächsten Tag geht es dann noch zur Autogrammstunde. Gut gelaunt erfüllen die 6 alle Wünsche der langen Schlange. Für Nocte Obducta ein gelungener Abschluss auf dem Summer Breeze.